Und das ist ja für mich jetzt, wenn ich, ich komme ja aus den Medien, besonders interessant. Wie habe ich, weil hier sind viele Freunde wahrscheinlich von Ihnen, aber wie habe ich denn Frau Domscheit-Berg kennengelernt oder wahrgenommen? Und das ist ja ein, und das hat mit diesem Buch auch viel zu tun, das war ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie von irgendeiner Institution entdeckt worden wäre, sondern ich glaube, es war eine Selbsterfindung. Eine Selbsterfindung durch ein Thema, das plötzlich eine totale Relevanz in den Medien bekam, wo plötzlich dann auch Sie in den Medien auftauchten. Eine völlig neue Stimme, die einen total interessierte, die auch irgendwie alles so ein bisschen durcheinander war. Und wenn dann so jemand ein Buch schreibt, dann ist das natürlich von, dann sagt man, das will ich jetzt unbedingt wissen. Dann habe ich da reingeguckt. Ich habe ihn dann ja auch gemailt. Sie müssen immer sehen, das stimmt schon mit dem zwei Frauen und einem Mann, aber es, man könnte noch die Differenzierung weiter führen. Die kommt noch viel mehr mit ins Spiel und ich hoffe auch, dass die Debatte über das Buch das zeigen wird. Ich bin ja nun aus dem Westen, aber ich bin nicht nur aus dem Westen, sondern, das ist jetzt ja der Punkt, als die Mauer fiel, war ich in der FAZ Literaturchef und Literaturredakteur. Ich weiß auch genau, wie alle den Tag. Damals haben wir ja gedacht und gesagt, jetzt gibt es ja viele junge Menschen, die nächste Generation in der DDR, wie werden die denn mal werden? Was werden die denn mal? Das war ja die eigentlich interessante Frage. Und jetzt haben wir hier so ein Dokument, wo diese Geschichte erzählt wird. Das ist so wie eine Zeitreise auch. Wenn mir das jemand 89 gesagt hätte, dass sozusagen dann eine solche Biografie entsteht und dass wir dann auch diese Themen haben, die wir jetzt haben, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Insofern ist es ein, auch eine produktive Verunsicherung, dass man plötzlich sieht, vieles, was wir für so geschichtsnotwendig halten und es kann nicht anders sein und ist ja eigentlich auch eine der Botschaften des Buches, muss nicht so sein. Ich habe, als ich eben vorlas, daran gedacht, man hört ja nicht so auf die andere Seite, und jetzt mal auch so, als ob sie alle schon gewusst hatte. Am 4. November 1989 war, kein Geheimnis mehr, bei uns in der FAZ, in einer, wir haben solche Redaktionskonferenzen zu Besuch, ein enger Berater von Helmut Kohl, nämlich der Historiker Michael Stürmer. Und Michael Stürmer sagt, und jetzt, das bringe ich jetzt auch mit dem Brief zusammen, sagte zu uns, zu der Redaktion, unser politischer Teil war sehr agitierend, was so, jetzt muss da sich mal was ändern und so, und sagte, ich bin jetzt hierher gekommen, weil ich jetzt will, dass Ihnen mal klar machen will, hören Sie jetzt mal damit auf. Jetzt kommt der Winter, ich weiß es noch ganz genau, jetzt kommt der Winter, da gehen die Leute alle wieder zurück in ihre Häuser, sie gefährden den Weltfrieden und die Mauer steht noch 50 Jahre. Das war so eine Lesart aus dem Westen vom 4. November 1989. Und wenn man das zusammenrührt, dann denke ich, ist das, und das ist für mich die, eine der großen Qualitäten dieses Buches, ist das etwas, eine Lektion darin, dass man sich nie sicher sein kann, dass man wirklich verstanden hat, in was für einer Gesellschaft man gerade lebt. Und das finde ich eben sehr gut. Acke, in dem Buch steht ja auch, dass wir eben vorlesen, wir wissen, dass man sich auf kein System verlassen kann. Das passt ja genau dazu. Ist das ein Vorteil von jemandem, der in der DDR groß geworden ist, dass er diese, ja, diese Gewissheit eben so erlebt hat und kann er daraus eben dann andere Schlüsse ziehen und ist, ist man deshalb eben dann doch noch anders als jemand aus dem Westen? Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Vorteil ist, weil man uns hoffentlich nicht so leicht einlullen kann und irgendwelche Märchen erzählen von dieses oder jenes ist sicher, sondern dass wir uns auch einerseits ein gesundes Misstrauen bewahrt haben gegenüber Bedingungen, die man auch außerhalb von Wahlkämpfen uns gerne macht, dass wir aber auch, und das vermisse ich manchmal, uns die Vorstellungskraft behalten, dass es auch eine andere Realität geben kann, wenn uns die, die wir gerade erleben, nicht gefällt.